Willkommen zu unserem Video. In dieser Ausgabe berichten wir über die News von Fastenaktion, COP28, Ausstieg aus fossilen Energien, leere Worte oder ein Schritt zu Klimagerechtigkeit. Anschließend präsentieren wir Ihnen die Neugründungen vom 13.12.2023. COP28, Ausstieg aus fossilen Energien, leere Worte oder ein Schritt zu Klimagerechtigkeit. Der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger ist mit dem Ende der COP28 in Dubai einen Schritt näher gekommen. Angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse des Weltklimarates ist der Schritt allerdings zu wenig ambitioniert. So können die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht erreicht werden. Für die ärmsten Menschen der Welt sind Kompromisslösungen keine Option. Und dennoch ist das Resultat besser als nichts. Die einzelnen Länder müssen sich nun an die rasche Umsetzung des Ausstieges aus den fossilen Energien machen. Dafür braucht es deutlich mehr Klimafinanzierung auch von der Schweiz. Den ganzen Bericht von Fastenaktion finden Sie auf unserer Website aktuellenews.tv. Am 13.12.2023 wurden 184 Firmen in der Schweiz gegründet. Davon 46 Firmen in der Region Zürich, 25 Firmen in der Region Waadt und 22 Firmen in der Region Genf. Sie finden uns auf YouTube unter HelpTV oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram unter HandelsregisterTV.